Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Horror-Map. Und zwar eine ganz kleine Info jetzt erstmal zu Anfang. Diese Map heißt hier Demon Brain. Die habe ich, glaube ich, mal schon vor circa einem Jahr auf jeden Fall gezockt. Ich kann mich aber allerdings nicht mehr an alles so genau dran erinnern. Aber was ich noch so weiß, dass es halt eine ultra heftige Horror-Map war. Also gestern habe ich ja erst eine hochgeladen oder die letzten Tage, die echt nicht so gut war. Es gibt viele Maps wirklich, die halt nicht so gruselig sind, aber trotzdem als Horror-Maps irgendwie gelten. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Map und deswegen habe ich mir gedacht, suche ich mir die einfach mal wieder raus. Ich habe die zufällig mal wieder gesehen und ja, zock die einfach mal wieder. Ich habe die Regeln schon beachtet, alles eingestellt. Important, da steht auch noch ein Buch dazu. Es gibt zwei Enden und vielleicht mache ich auch das eine Ende, was ich noch nicht gemacht habe, aber ich bin mal überhaupt wieder auf die Map gespannt und ich glaube, man kann hier auf Start gehen. Oder? Ja, es geht los. Oh. Demon Brain. Leute, aber auch schon mal zu Anfang, falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne mal ein Like da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und es gibt hier wirklich brutale Jumpscares, wird hier gesagt. Ich bin gespannt. Special thanks to Mr. Evil and OOG Productions. Ich glaube mal, jetzt geht's los. So, kann ich hier... Oh, okay, wo bin ich jetzt hier? Ich bin in einem ganz normalen Raum. Einfach auf einem Stuhl. Und jetzt hat's... Okay, die Wand ist einfach aufgegangen. Hier bin ich also gespawnt. Ich werde jetzt mal gleich nach vorne laufen. Und da steht auch direkt ein Schild. Es geht zum Keller. Wie kann es auch anders sein? Aber die Tür, doch, sie geht auf. Okay, ich lasse sie mal lieber auf hinter mir. Und ich will da natürlich nicht runterfliegen. So, ich gehe die ganz normale Treppe hier runter. Und es ist momentan noch Tag draußen, sehe ich. Alles ganz schön hell. Aber Warning, die Fenster sind aber verschlossen. Ich kann noch nicht mal raus. Auch nicht rausschauen. Also keine Ahnung, was sich da draußen befindet. Und jetzt geht's hier in den Keller runter. Da ist ein Papier. Oh, was ist da drauf? Da ist irgendeine Grimasse. Und hier geht's nicht weiter. Dann gehe ich mal da rein. Und da ist jetzt wieder... Moment, der Keller? Der war doch schon vorhin da. Mal schauen. Und jetzt geht's hier einfach nochmal weiter nach unten. Leute, ich laufe gefühlt im Kreis. Aber ich glaube mal... Und da steht wieder Warning. Dass es jetzt diesmal zum Keller geht. So, und lass mich raten, da unten ist jetzt wieder eine Tür. Und da steht aber wieder gleich, ja, wenn ich die öffne, Basement drauf. Ich denke schon, das ist wieder abgesperrt. Vielleicht muss ja doch nach hinten. Und da steht wieder Keller dran. Ich weiß nicht, ob das so ganz richtig ist. Moment, wie sah das gerade aus? Jetzt gehe ich hier nochmal runter. Also, ich laufe jetzt gerade schon zum dritten Mal. Oh. Diesmal ist die Tür offen. Warning. Jetzt ist gerade das Licht ausgegangen. Okay, selbst da habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken. Glas ist kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob ich hier drin so richtig bin. Da steht irgendjemand. Kann ich da hin? Was? Oh, er schaut mich an. Und jetzt wird es auf einmal ganz dunkel. Was macht er da bitte? Ich glaube, soweit ich weiß, wurde die Map auch nochmal ein bisschen überarbeitet. Und jetzt ist er auf einmal nicht mehr da. Okay, da kann ich aber auch nicht hin. Ich gehe jetzt ganz schnell am besten mal wieder zurück. Die Kisten bringen mir alle nichts. Und ich muss immer noch in den Keller. Vielleicht ist ja diesmal, ja gut, woanders der Gang. Die Tür ist auch diesmal offen. Aber das ist ein anderer Gang, meinte ich. Und da ist aber, da steht nochmal ein Schild zum Keller. Aber die Tür, die war offen, die habe ich nicht aufgemacht. Und... Ja gut, vielleicht war es die auch von vorhin. Und hier geht's nicht zum Keller. Was soll das, Leute? Ich bin jetzt wieder in einem ganz normalen Hochhaus. Warning. Und kann ich da jetzt nochmal rein? Nee. Oh. Da war irgendjemand. Die Tür ist ganz kurz aufgegangen. Ich habe ihn aber nicht genau gesehen. Dann bin ich mal gespannt, was unten wieder beim Keller kommt. Und hier liegt jetzt sogar überall Blut rum. Okay, da ist... Was ist da? Überall sind... Zeichen an der Wand. Die Tür ist jetzt aufgegangen. Kann ich die auch aufmachen? Die geht diesmal nicht auf. Okay, dann werde ich jetzt mal da anscheinend reingehen. Ich glaube mal, ich bin im Keller. Say hello? Oder was steht da? Ich weiß es nicht mehr. Oder ich kann es nicht lesen. Da war gerade eine Statue. Oder ich weiß nicht, was es war. Irgendein Typ. Und hier steht Monday. Two eyes. Ein Arm. Sechs Zähne. Tuesday, zwei Köpfe, zwei Arme und die hat er auch schon besorgt. Da steht also ein Rezept. Und für den Mittwoch sind drei Seelen, 15 Kinder stehen da auf dem Speiseplan.
Das hört sich nicht so gut an. Ich will hier am besten mal wieder ganz schnell raus, wenn ich mich jetzt umdrehe. Okay, da ist nichts. Aber ich laufe jetzt mal nach vorne. Nee, da passiert auch nichts. Ich weiß nicht, was passiert. Mir wird auf jeden Fall schwindelig. Da geht's nicht weiter. Die Tür muss irgendwie aufgehen. Also mir wird jetzt nochmal schwindelig. Raus? Nee, da geht's echt nicht raus. Oh. Okay, doch. Die Tür hat sich jetzt wieder geöffnet. Hier ist immer noch der blutverschmierte Raum. Und die Tür ist jetzt auch diesmal auf. Und da steht nicht mehr Keller drauf, sondern Hell. Hölle. Soll ich die Tür wirklich öffnen zur Hölle? Es geht da jedenfalls wieder in einen Stock weiter nach unten. Aber es ist immer das gleiche gefühlt. So, Warning. Soll ich jetzt die Tür wieder versuchen zu öffnen? Die bleibt diesmal ganz zu. Vorhin hat sie noch ein kleines bisschen gewackelt. So, und darunter geht es jetzt gleich nochmal. Aber hinter den Türen, da muss jetzt was sein. Da geht es nochmal rein. Und die, da ist sogar eine Kiste diesmal. Secret Easter Egg Key. Oh, you found an Easter Egg. Vielleicht brauche ich das für das andere Ende. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber geht's da weiter? Ja, ich glaube, da geht's nochmal in den Raum. Oh mein Gott. Okay, was war das gerade? Da ist irgendjemand auf mich zugelaufen. Und da stehen jetzt nur Pfeile. Und es wird sogar diesmal ganz, ganz dunkel. So, ich mach mal die Tür hinter mir zu. Ja, diesmal ist es Nacht geworden. Aber es sind auch keine Fenster mehr da. Ich weiß es noch nicht mal. Jedenfalls alles dunkel. So, Warning, das kann ich nicht öffnen. Und vielleicht versteckt sich ja nochmal irgendwie ein Easter Egg hinter einer anderen Tür. Okay, da war gerade wieder der Typ. Das habe ich jetzt diesmal gar nicht genau bemerkt, drauf geachtet. Und da gibt es jetzt wieder zwei Wege. So, geht's da rein? Nee, aber ich glaube mal, das ist noch nicht mal mehr ein Weg. Da hat sich irgendjemand einen Tunnel gegraben. Keine Ahnung, ob der hier ausbrechen wollte. Aber ich glaube mal, dass es hier wieder vielleicht in einen anderen Stock geht. Aber ich komme jetzt gleich in einen Raum rein. Was ist hier bitte? Okay, ich kann nicht mehr zurück. Da ist ein Grab, hier sind ganz viele Gräber. Und hier kann ich weiter, da ist ein Kinderbett. Und ein Buch. In dem Buch steht, where are the kids? Behind the wall, behind the door. Behind you. Hinter mir war wieder jemand. Geht's hier vielleicht lang? Da ist nochmal eine andere Tür. Da ist ein Fernseher auch. Komm, da kann ich nochmal hier reinschauen. Nee, das geht aber nicht. Hier vielleicht lang. Also wo sind die Kinder? Ich sehe gar keins. Ich kann mal wieder so ein bisschen mich umdrehen. Der Fernseher ist auf einmal angegangen. Aber er zeigt nur die ganze Zeit ein komisches Bild. So, hier geht's nochmal weiter. Da ist ein Zauberwürfel. Hier ist alles blutverschmiert. Und da ist ansonsten... Oh, das sind ein paar Geschenke. Das ist ein Weihnachtsbaum. Krass. Doctor, I think that I have a problem. Das steht hier überall. Aber ziemlich komisch geschrieben. Warum steht es hier überall? Also das sind ein paar Weizenblöcke. So, jetzt bin ich ja eigentlich schon überall lang gelaufen. Oder? Der Fernseher. Ah ne, die Tür ist jetzt auf einmal aufgegangen. Der Fernseher ist aus. Gut, dann werde ich jetzt mal hier reinlaufen. Wo bin ich jetzt drin? Ich bin in einem Raum, ich kann nicht wirklich viel sehen, schwarz-weiß. Und hier geht's. Da war gerade ein Monster oder irgendwie nur zwei Augen. Ich kann nicht wirklich schneller laufen. Oh, hier ist das Ende. Und jetzt bin ich wieder. Ich bin in einem ganz kleinen Raum diesmal gespawnt. Und wieder unten Blut verschmiert. Mit ganz vielen Buchstaben hier. Und da ist auch diesmal so ein Monster drauf gemalt. Das hat, glaube ich, nichts Gutes zu bedeuten. Aber ich kann jetzt mal hier weitergehen. Oh, das sieht hier diesmal schon ein bisschen interessanter aus. Die Truhe kann ich wie immer nicht öffnen. Sogar Glocken läuten. Draußen ist alles hell diesmal wieder. So, da gehe ich mal hier rein. Und da waren aber gerade... Moment, das sind überall Partikel um mich rum. Ich glaube, irgendjemand verfolgt mich. Ich habe auch gerade irgendwie Schritte gehört. Das waren nicht meine Schritte. Dann gehe ich mal schnell wieder aus dem Raum raus. Und hier weiter. So, um die Ecke. Aber hier... Okay, doch, ich habe nichts gesagt. Da geht's doch weiter. In einen anderen Raum. Und hier sind überall... Was sind das für Blöcke? Error. Sind es Virusblöcke? Hier geht's weiter. Kann ich da drauf laufen? Ja, das
geht alles. Und hier, die werden immer mehr gefüllt. Ich gehe nochmal weiter. Ja, ich glaube, der Raum wird langsam dunkel. Und die Blöcke gehen kaputt. Aber hier geht's auf einmal. Ne, hier. Oh, da läuft jemand auf mich zu. Jetzt bin ich auf einmal wieder woanders. Und alles geht kaputt. Error, Error wird hier gesagt. Jetzt bin ich im ganzen, in einem Raum mit ganz vielen Blöcken. Und ich bin wieder im ganz normalen Raum. Jetzt bin ich woanders. Was soll das hier alles? Oh, sogar mit Command-Blocks. Ich gehe am besten mal weg. So weiter geht's. Und hier war ich, glaube ich, noch nie. So, wie sieht das aus? Hier gehe ich zurück. Oh, was ist es hier alles? Subject 3, 4 und Subject 1. Ich gehe lieber mal weiter. Ich will keinen Testversuch hier werden. Oh, da geht's auch lang. Das sind überall Fernseher. Da geht's lang. In einen Raum mit voller Command-Blocks. Hier kann ich vielleicht irgendwie raus. Da geht's nicht lang. Und hier. Oh, doch. Hier geht's weiter. Es geht ganz tief hier nach unten. Oh, oh. Da kommt jemand. Der schießt mich einfach ab. Subject, let's fill. Your freedom was not appearing in the contract. Ich glaub mal. Oh nein, die haben jetzt mit mir was vor. Ich lieg auf dem Boden. Er hat mich einfach niedergeschossen. You had to trust in us for your safety. Also ich muss denen vertrauen für meine Sicherheit. Aber das glaube ich denen eher weniger. Ich will jetzt wieder freigelassen werden. Ich sehe auch noch nicht mal was. Real ending. Und jetzt bin ich wieder in der Lobby. One ending. Krass, okay, ich glaube mal, diesmal hatte ich sogar ein anderes Ende. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ich habe jedenfalls ein Easter Egg hier gefunden, Secret Easter Egg. Das war wirklich, also wie ich schon am Anfang gesagt habe, eine extrem krasse Horror-Map. Ich konnte mich nicht mehr an alles genau drin erinnern, was so passiert. Aber Leute, jetzt weiß ich es wieder. Es ist echt eine mega coole Horror-Map. Also von dem Ersteller wirklich Respekt. Hat auch, glaube ich, über ein Jahr dafür gebraucht. Also ich hoffe echt, dass da bald mal wieder dem nächsten Horror-Map von ihm rauskommt. Falls ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst gerne mal ein Like da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Hier übrigens kann man dann zum Beispiel natürlich das Ende nochmal machen. Das geht noch nicht. Ich habe, wie gesagt, das eine Ende gemacht. Es gibt zwei. Aber ja, das war es erstmal so dazu. Ihr könnt die Map natürlich gerne nochmal dazu abchecken. Alles unten verlinkt, sowie Instagram, Snapchat. Könnt ihr mir gerne folgen. Und wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein und ciao.